Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist ein Paket bei mir angekommen und zwar war ja der große Glossy Sale, wo ich auch auf Instagram das gepostet habe. Ich hoffe, du hast den auch mitbekommen, falls du was bestellen wolltest. Und ja, wenn du wissen möchtest, was ich in diesem Fünfer-Bundle, was ich mir bestellt habe, verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Ich habe hier auch was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich muss definitiv was trinken, denn es ist relativ warm hier. Und das ist ein Holunder Cranberry Drink von Edeka Bio. Haben wir eben gekauft, als wir einkaufen waren. Prost. Ah, erfrischt. Okay. Ich würde einfach sagen, ich hole die Boxen nach und nach raus und dann gucken wir einfach mal, welche Boxen das sind und was sich drin versteckt. Hier haben wir die erste Box. Das ist noch tatsächlich in dem alten Umverpackungsstyle. Mittlerweile sind die ja schwarz mit weißem Glossybox-Logo und das sind die alten in rosa mit weißem Glossybox-Logo. Und dann machen wir mal die erste Box auf und wir versuchen mal zu erraten, welche Glossybox Edition das ist, wenn wir sie halten. Okay, das ist schwierig. Das war keine Special Edition, ne? Okay, ja. Blöd ist halt, du hast jetzt jedes Mal, oder gut, man weiß es nicht, du hast jedes Mal auch Werbung mit dabei. Ich kann aber weg. So, den Karton bewahre ich mir auf. Da kommen dann nämlich immer so die Gewinnerpakete rein, genauso auch in diesen Glossyboxen selbst. Und dann schauen wir mal. Oh ja, das ist die Say Yes Edition. Die war ja eigentlich ganz geil. Ich glaube, da hatten wir auch den Huda Beauty Liquid Lipstick mit drin. Da bin ich ja mal gespannt, was drin ist. Mega geil, darüber freue ich mich mit am meisten. Da ist von Love Rose nämlich diese coole Gesichtsmaske drin. Habe ich hier tatsächlich auch noch auf meinem Tisch stehen, denn die wurde mir danach ja auch nochmal zugeschickt. Und zwar ist das eine Gesichtsmaske in einer Rosenblütenform, die unheimlich gut riecht und die man halt nach und nach sich aufgeben kann. Hier sieht man auch die Rose und dann nimmt man die Rose tatsächlich und dann hat man das Gesicht angefeuchtet und kann dann mit der Rose über das Gesicht fahren. Mega schön, wirklich. Finde ich klasse. Das war Box Nummer 1 vor allem, das wäre traurig. Dann habe ich von Sleek die Highlighting Palette drin. Die wird in eine Verlosung wandern, weil ich die tatsächlich auch schon aussortiert hatte aus meinen Highlightern. Genau, ich kann das ja mal sortieren, dass ich hier die Sachen hinpacke für die Verlosung. Also was ich demnächst mal verlose, jetzt nicht in diesem Video. In diesem Video gibt es vielleicht eine Verlosung, das weiß ich noch nicht genau. Steht auch im Thumbnail, ne? Oder unter dem, im Titel steht es quasi. Ja, die wollte ich behalten. Dann haben wir hier drin von Incredible Jelly Shot. Genau, und auch den hatte ich schon mal weitergegeben. Das ist halt ein Lippenbalsam, der hat bei mir nicht allzu viel gemacht. Leider. Von Uslu Airlines. War das ein Nagellack? Dann kann ich den jetzt nämlich wieder benutzen. Ja, das war ein Nagellack. Den werde ich jetzt wieder testen, weil ich habe jetzt ja wieder normale Nägel. Ich habe keine Gelnägel mehr. Eine Zahnpasta, Super Coco Zahnpasta, die wird wahrscheinlich in meine Backup-Sammlung wandern, weil ich jetzt ja ganz normal, obwohl Kokos, ich mag keinen Kokos und damit dann die von Happy Brush, ne? Nee, komm, die wird auch verlost, weil ich mag echt keinen Kokos, ne. Botanicals Fresh Care, das ist eine Probe, habe ich mittlerweile als Originalprodukt und das war Box Nummer 1, die Say Yes Edition. Für mich ist es halt ganz praktisch, dass wenn ich jetzt halt die ganzen Glossy-Boxen in der Sale-Geschichte mir gekauft habe, es waren 5 Boxen für 32,50 Euro. Für mich ganz praktisch, weil ich dann halt sowas auch für Verlosungen ganz gut nehmen kann, für kommende Verlosungen. Und ja, das finde ich immer sehr nett. Oder für Tauschpakete oder so. Nächste Box. Wieder kein Special Design. Schade. Okay, das ist eine relativ alte Box, weil dieser Gutscheincode ist nur gültig bis 31. März 2019. Also ist es wahrscheinlich eine Glossy Box aus 2018. Oh ja, die hatte ich, ich glaube, sogar im letzten Glossy Sale zweimal drin. Das ist die Strong and Beautiful von Januar. Okay, das ist von Januar 2019. Auch wieder eine Botanicals Fresh Probe. Benefit 24 Hours Brow Setter, der wird behalten, der ist gut. Der ist richtig, richtig gut.
Kalusan Creme Schaum Fresh. Ja, für schwitzende Füße. Ist jetzt eigentlich ganz gut, aber nee, benutze ich nicht. Ich benutze für die Füße eigentlich nur Produkte, wenn ich mich abends eincreme. Und dann ist das nicht so sinnvoll. Mag ich nicht. Blütezeit. 24 Stunden Feuchtigkeitscreme. Wandert weiter. Duze Lippenstift in der Farbe 405 Winterberry. Den hatte ich jetzt schon so oft. Der wandert natürlich auch wieder weiter. Und meine Lieblingsmaske, die behalte ich. Toll. Zwei Produkte. Ja gut, immerhin. Das war die Strong and Beautiful Box. Und die nächste Box wartet schon auf uns. Wo macht man die denn jetzt hier auf? Da. It's all about love. Da war doch der Huda Beauty Liquid Lipstick drin. Mensch, irgendwo muss der doch mit drin sein. Ich hatte das doch irgendwie im Gefühl. Das ist natürlich auch echt ein geiles Boxendesign, ne? Mit dem Herzchen drauf. Das gefällt mir. Da haben wir das Magazin. Das war von Februar dann wahrscheinlich. Ja, Februar 2019 die Box. Ja, ne? Das habe ich auch schon mal ausgetestet. Das hält bei mir nicht, diese Haargummis. Das wandert weiter. Nagellack, den werde ich testen von Essie. Das ist ja eine geile Farbe. Richtig cool. Der ist so altrosa schimmernd. Gefällt mir. Downtown Paris Highlighter in flüssig. Wandert natürlich auch weiter. Nivea Haarmilch natürlicher Glanz. Die bleibt. Die finde ich großartig. Das ist ein mega geiles Shampoo. Roger & Gellert Uplifting Shower Gel, das hatte ich schon mal, fand ich nicht so unendlich geil, deswegen wird es auch weiter wandern. Da ist er. Huda Beauty, der Liquid Lipstick in der Farbe Ritzy, den behalte ich, der hier wandert weiter. Ist ganz geil, also den kannst du super als Liptopper nehmen, wirklich toll, also ne? Und Shams Multi-Effekt Masking, ja. Muss ich unbedingt auch nochmal wieder austesten. Wandert aber weiter, weil davon habe ich schon einige Backups. Und das war die Box der Liebe. Vorletzte Box. Also mit dem Glossy Sale macht man auf jeden Fall immer einen richtig guten Deal, weil die Produkte, die drin sind, die kann man, wenn man halt nicht so einen Massen... so eine Masse an Produkten hat wie ich, kann man das meistens auch sehr gut gebrauchen. Ne? Ich bin halt nicht normal dadurch, dass ich halt immer so viel auch habe. Und ja, als YouTuber macht man halt auch ein bisschen eskalativer die ganze Geschichte. Ne? Und hat aber auch Verlosungen und so weiter. Von daher, it's all for the YouTube. Dementsprechend fast gerechtfertigt, oder? Auch diese Box ohne Special Design leider. Mensch, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, fast nur Special Design Boxen. Das war irgendwie cooler. So, Gutscheine. Gutscheine kommen weg. Box wird geöffnet. Es ist die Spring Secrets Edition von der Glossy Box. Ich glaube sogar April habe ich hier irgendwie jetzt die ganzen... Ja, das war April. Januar, Februar, April und Mai. Jede Wette, dass die andere Box die März-Edition ist. Na gut, ja, wir machen sie auf. Ne, Blick in die Box. Da haben wir eine Probe Purple Shampoo. Anti-Gelbstich brauche ich nicht. Ich habe naturblonde Haare. Da habe ich keine Probleme mit Gelbstich. Ein Rasierer hatte ich getestet. Fand ich jetzt nicht so ultra geil. Ich bevorzuge meinen Männerrasierer. Ja, es ist so, dass bei Frauenrasierern der Kopf halt etwas flexibler ist, damit du eine sanftere Rasur hast. Ich persönlich bevorzuge aber die robuste Variante. Deswegen wandert der weiter. Simple reinigendes Micellenwasser entfernt Make-up und spendet Feuchtigkeit. Ja, ich... wollte eigentlich kein Micellenwasser mehr verwenden. Da ich aber jetzt irgendwie nicht so viel Augen-Make-up-Entferner habe, werde ich das jetzt mal behalten und demnächst mal verwenden. Dry Eyes Quick Dry Drops von Color Lab oder Lab. Das wird getestet. Ich habe ja aktuell die von Rival de Loup Young aussortiert und den Überlack von Essence habe ich lieb gewonnen, weil mir der ja empfohlen wurde von der lieben Alina. Das finde ich gut. Und jetzt wird das auch noch getestet.
Color Glanz Pflegeshampoo von L'Oreal Elvital. Farbschutz und Leinsamen-Elixier für koloriertes oder gestrenntes Haar. Habe ich nicht, wandert weiter. Auch wenn ich echt L'Oreal Elvital sehr gerne mag, vom Geruch her, ne? Oh. Ja, das riecht so toll. Naja, aber ich habe kein koloriertes Haar. Noch nicht. Noch ist das alles Natur hier auf dem Kopf. Eine Wimpernzange. Möchte ich sie nochmal testen? Ich hatte die ja schon mal weitergegeben. Eine Freundin von mir hat die bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal testen möchte oder ob ich die jetzt weitergebe. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Eigentlich brauche ich keine. Nee, die wandert weiter. So, das war auch diese Box. Tam, tam. Tadam, tam. Und dann haben wir noch eine Box. Was habe ich gesagt? Januar, Februar? Das ist bestimmt die Märzbox. Auch hier wieder kein Special Design. Oh, wieso nicht? Ich hätte so gerne ein Special Design. So, ein Rituals 5 Euro Rabatt bis 30.04.2019. Tja, der ist wohl nicht mehr gültig. Beauty School ist hier das Motto. Hey, und natürlich ist es die Märzbox. Okay, damit fängt es schon mal sehr gut an. Die hatte ich letztes Mal nicht. Put on Hydration. Hydration Sheet Mask. Das ist sehr gut. Die hatte ich vorher nicht. Die kommt jetzt in mein Repertoire. Dann, hey, das sieht echt so aus, als hätte ich die nicht gehabt. Hö, jedenfalls die Sachen. Skin Chemists Rose Quartz Use Defense Lip Plump. Ich glaube, der ist beim letzten Mal auch schon direkt weitergewandert, ne? Lip Plump. Also ich habe Lip Plumper. Ne, Quatsch, den habe ich noch. Hö. Der wandert weiter, weil den habe ich ja noch. Genau, das ist so ein Lipgloss, der dir die Lippen voluminisiert. Soll er jedenfalls. Ja, hat so ein leichtes Kribbeln, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen brauche ich den nicht nochmal. Der wird nur schlecht, also der wandert weiter. Und dann habe ich etwas Tolles und zwar The Ritual of Namaste Purify Natural Skincare. Das ist ein Cleansing Foam von Rituals. Ja. Ne, den kann man gut gebrauchen, da sage ich nicht nein zu, der wird verwendet. Dann, das ist auch letztens erst weitergewandert, ein Bella Pierre Shimmer Roll Face Body and Eyes. Huch, das ist die Farbe Champagner. Den hatte ich auch schon vorher, das ist einfach oben so ein Rollvieh. Und das kannst du dir dann quasi auf die Augen rollen oder hier so als Highlighter oder als Bodyglitter, wie auch immer man das so haben möchte. Ist ganz nett, ja, ne? Aber ich hatte ihn auch sortiert, weil ich andere da habe von Absolut New York, glaube ich. Es ist einer, den ich echt toll fand. Ja, deswegen geht er weiter. Und etwas, was ich toll finde, ist von Bodyography Pro da der Make-up Brush Cleanser. Das ist einfach ein Spray. Und den hatte ich auch in dem Video damals ausgetestet. Den fand ich ganz gut. Der hat mir gut gefallen. Voll gut, dass ich jetzt auch wieder diese Box habe. So. Dann räume ich hier mal eben kurz auf. Ja. Hier siehst du ja meine Ausbeute, was quasi weiter wandern wird und was ich behalten werde. Wenn man jetzt nicht so verrückt wäre wie ich und einfach ganz normal ein Konsument wäre, dann würde man wahrscheinlich auch die Produkte oben so weit verwenden können. Ich habe genug da und habe das dann auch schon doppelt und dreifach da. Ja, also für mich hat es sich mal wieder gelohnt. Der Glossy Sale lohnt sich meiner Meinung nach sowieso immer sehr. Ja, ne? Und so kann man dann halt auch wirklich etwas, was man vielleicht voreilig aussortiert hat, nochmal testen. Und ja, mir hat's gefallen. Und ich habe mir gedacht, ich kann in diesem Video doch was verlosen. Und zwar nehmen wir doch diese 5 Produkte hier. Das ist einmal The Skin Chemist. Das ist dieser Lip Plumping Lip Gloss. Okay, ich habe dir noch ein Lippenprodukt mit reingelegt von The Incredible. Ne? Musst du schauen, ob das deine Pflege ist oder nicht. Dann ein Duschgel von Rajan Gellet, ein Fußschaum von Kalusan und die Sleek Highlighter Palette. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Das war's mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!